Willkommen, Markus, Stefan von der Jugendpflege Garbsen. Ihr seid hier auf der Zukunft, unserem Kampagnenboot für ein gutes Leben für alle. Und ihr habt einen Schatz eingereicht in unsere Schatzsuche. Und das ist ein Parcoursplatz in Garbsen. Was kann man sich unter einem Parcoursplatz vorstellen? Also, das wird uns gleich Stefan nochmal ein bisschen erläutern, aber für uns ist halt wichtig, dass wir halt eben Jugendliche beteiligen. Und diese Beteiligung, da haben sie einen Rechtsanspruch drauf. Und es geht um Freizeiträume, die Jugendliche bespielen, dass die sinnvoll halt eben gestaltet werden. Und da haben wir diesen Schatz gesetzt mit dem Parcours. Also das Parcours kenne ich aus Social Media, da hüpfen ein paar Leute durch die Innenstadt, ist das so? Ja, das ist die Form des Parcours, sich zu bewegen, sich lernen zu bewegen. Du hast eingangs gefragt, was ist ein Parcoursplatz? Ja, auf dem Parcoursplatz ist ein gesicherter Platz, wo durch Architekten Parcours-Elemente nachempfunden sind, die Mauern gleichkommen, die halt in der Allgemeinheit überall rumstehen. Ja, aber da kannst du trainieren, kannst dich erleben, wenn du halt an Mauern hochgehen willst oder runterkommen willst, kleine wie hohe Elemente halt hast, an denen du dich ausprobieren kannst, lernen kannst. Und dich erfahren kannst, mit Ängsten umzugehen, mit Kraft umzugehen und so weiter. Wenn du das in der freien Wildbahn einer Großstadt oder einer Kleinstadt machst, ist es nicht ungefährlich, ne, weil du ja dann im öffentlichen Leben bist. Deswegen ist dieser Parcoursplatz auch erstmal gebaut worden, erschaffen worden, um erstmal den Kids, den Jugendlichen, aber auch Erwachsenen und Eltern den Raum zu geben, um sich zu erfahren. Das Gute ist, dass wir da erleben können, wie ich mich selbst bewegen kann. Es ist an keine Vereinszugehörigkeit gebunden, es müssen keine Vereinsbeiträge bezahlt werden. Es ist eine rein freie, kostenfreie Bewegungsform. Ja, und das ist einfach großartig. Es ist auch kein großartiges Talent dafür notwendig. Man, jeder kann das eigentlich machen, der da. Aber ich glaube, eine Gruppe animiert dann schon, dass man weiß, was man mit den Mauern macht. Also ich glaube, das gehört schon auch irgendwie ein Angebot dazu. Auf jeden Fall. Die Szene ist auch da und verirrt sich auch gerne mal wieder in Garbsen, weil der Spot ist ja bundesweit bekannt in der ganzen Parcours-Szene. Ah, okay. Das ist halt Garbsener Parcourspark, Auer Park heißt er, war der erste in der gesamten Region Hannover. Ja. Wir dürfen als Garbsener Stadt, können uns Schulen buchen, kostenfrei, dass hier einmalig Jahrgänge, Klassen in diesem Parcourspark eingeführt werden. Das wird fleißig genutzt von Grundschulen wie von weiterführenden Schulen. Und man kann einfach nur sagen, guckt es euch an, geht hin in den Park, lernt euch kennen. Ja. Toll, also zwei Sachen finde ich da toll, einmal oder drei, einmal die Beteiligung, das finde ich ist auch was Besonderes, dass Jugendliche ihre Umwelt gestalten dürfen und können, das finde ich ganz toll. Dann Nachhaltigkeit, da ist Naturerleben dabei, Körperwahrnehmung, Gesundheit, auch das Soziale, Resilienz, also das ist schon mit geringem Aufwand, mit fast keinen Ressourcen kann man da wirklich viel bieten. Und du sagst es gerade, irgendwie Laatzen ist nachgezogen. Wir wollen gerne, dass sowas Schule macht. Deswegen machen wir unter anderem diese Tour. Und wir werden euer Projekt gerne jetzt auch unterwegs vorstellen. Ja. Und vielleicht bekommt ihr da Anrufe aus anderen Gemeinden entlang der Route, die sagen, Mensch, wie habt ihr das denn eigentlich hingekriegt? Es ist halt, wenn ich einhaken darf, es ist wirklich an der Vermittlung dessen, dass der Mensch lernt zu sehen. Ne? Dass ich kein Fitnessstudio brauche, wo jemand mir sagt, geh in das Gerät, sondern ich gehe durch meine Umwelt und sehe, wie sie ist. An jedem Bordstein kann ich trainieren und mich proben und mich erleben. Jeder Schulhof hat Treppen, überall sind Treppen und spring mal von Treppe zu Treppe. Das sind alles kleine Spots, die überall in der Umwelt rumlauern. Man muss sie sehen können und nutzen können. Es gibt überall alles und das geht darum, das zu erkennen, das zu lernen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Zu danken. Und herzlichen Glückwunsch, Garbsen, für diese engagierten Menschen. Und wir wünschen uns mehr solcher Schätze. Vielen Dank. Vielen Dank.